Hallöchen, liebe Freunde, zurück bei Styx. Von und mit Styx von Backstep, der sich den Weg zum Mechanismus bahnt. Aber vorher möchte ich mich noch all der Wachen entledigen, einfach nur, dass wir den Raum dann in Ruhe durchsuchen können. Komm schon, ich werde dir ein kleines Liedchen singen. Oder trällern. Man sollte nicht immer auf jede Pfeife hören. Ab ins Kistchen mit dir. Die Rolle war jetzt vielleicht nicht notwendig, aber wir schleichen mit Style. Okay, vielleicht kommt er jetzt eh auf uns zu. Dann komm her. Dann komm her. Ja, nein, nein, nein. Zu uns kommst du. Komm her. Komm her. Komm. Braver Junge. Und die Belohnung folgt zugleich. Ich glaube, den können wir ruhig liegen lassen. Okay, der geht jetzt zum Schreibtisch. Nein, der dreht wieder um. Ich glaube, er kann sich nicht entscheiden. Aber wir helfen gerne. Na, die Entscheidung war doch nicht so schwer, oder? Macht auch einen auf sterbenden Schwan. So, ich glaube, das waren jetzt hier alle Wachen. Genau, da habe ich ja noch ein Emblem gesehen. Moins. Da vorne können wir hochklettern. Ich mache vorher die Fackel aus, bevor wir uns selbst verbrennen. Und jetzt können wir hier hoch, okay? Ob das jetzt noch irgendwas bringt? Ich glaube nicht wirklich. Dann würde ich sagen, wir betätigen den Mechanismus und schauen uns einfach an, was passiert. Na gut, das Tor geht auf. Was für eine Überraschung. Okay, ziemlich riesig hier. Vorne sehe ich schon eine Wache. Ich würde sagen, wir gehen mal unten rum. Da ist auch einer. Zumindest ein Arm. Junge, du bist arm dran. Okay, der sieht uns nicht. Sein Pech. Können wir dich da runterwerfen? Ja. Dann weiß ich auch schon, was ich mit euch beiden machen werde. Ihr werdet seinem Beispiel folgen. Und ein paar Flugstunden nehmen. Wir warten kurz, bis der eine, der seinen Rundgang macht, bei uns vorbeikommt. Er darf der Nächste sein. Und wie brav er zu uns kommt. Wie gerufen. Hab dich. Guten Flug. Fehlt nur noch der behämmerte Typ da. Muss Wand klopfen. Nein, musst du nicht. Nun gut, das heißt, hier haben wir alles geklärt. Da oben ist einer, aber ich glaube nicht, dass wir mit dem von hier unten was anstellen können. Ich mach trotzdem mal die Fackel aus. Kommen wir von hier irgendwo hin? Nein, aber da drüben. Oh nein. Ihr seid so ekelhaft.
Man bringe mir den Flammenwerfer. Hier kommen wir nach oben. Okay, da ist ein Armbrustschütze und da marschiert einer durch die Gegend. Sehr schön, der kommt gerade auf uns zu. Immer schön, wenn sich jemand freiwillig meldet. Das erleichtert auch mir die Entscheidung. Okay, vorne bei dem Tor steht einer und da hinten sind zwei. Wir warten kurz, bis wir sehen, wohin sich der Armbrustschütze begibt. Oh, eh zu uns. Und immer mit dem Dolch ins Gesicht. Davon. Oh! Vorne sehe ich irgendwas glitzern. Ich schätze mal, das wird ein Emblem sein. Ich glaube, ich werde das mit Unsichtbarkeit machen. Ja, fühlt sich irgendwie richtig an, das Ganze. Ich glaube, den können wir ruhig hier irgendwo hinlegen. Entschuldigung. Bin gerade etwas heiser. Zumindest höre ich mich gerade so an, glaube ich. So, da vorne war jetzt noch einer. Den können wir sicher runterschubsen. Und wie? Schubs. Was zum... Okay, sie kommen nicht hoch. Doch, sie kommen hoch. Oh, verdammt. Vielleicht können wir die Chance gerade nutzen, wenn die hier oben sind, dass wir hier nach unten kommen. Ich probier's einfach mal. I've already been through there. Now I'm talking shit, and yet, now my ears are ringing. This headache just keeps getting worse. Okay, Styx scheint ziemlich verwirrt zu sein. Und ich würde sagen, wir arbeiten hier wieder mit dem Klon, einfach nur um die Käfer abzulenken und gleichzeitig uns ein bisschen umzusehen. Vielleicht gibt es hier irgendwas zu holen. Ich höre sie schon hinter mir. Hat Styx gerade geredet oder wer war das gerade? Okay, da können wir anscheinend drüber. Oh, Heiltrank. Okay, wir sind aber voll. Und ein Emblem. Moins. Kommen wir durch die Tür durch? Nein. Okay, anscheinend müssen wir irgendwie bei dem Käfer vorbei. Oder bei den Käfern. Okay, das heißt, der Klon wird wieder versuchen, die abzulenken. Komm her.
Der kommt ja. Ah, das hat jetzt nicht viel gebracht. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie der Käferfänger von Hamel. 2 days without Amber. It's starting to get to me. Ich möchte echt schauen, ob es eine Alternativroute gibt, weil mir das mit den Käfern echt nicht so gefällt. Na, was macht ihr jetzt, hä? Was macht ihr jetzt? Ich hoffe, ihr könnt nicht fliegen. Dann schauen wir uns mal ein bisschen oben um. Vielleicht gibt es ja wirklich einen anderen Weg, weil ich habe gerade eine Wache gehört. Das heißt, da oben müssen anscheinend dann Menschen sein. Ich frage mich gerade, ob die Käfer auch andere angreifen oder nur uns. Ich weiß ja nicht, ob Goblins so besonders gut schmecken, aber wäre witzig zu wissen, ob wir irgendwie die Käfer auf die Menschen hetzen können. Da vorne steht einer. Dieser Käfer scheint verwirrt. Ich habe einen Bug gefunden. Der hämmert gegen die Wand und der Käfer reagiert aber nicht darauf, obwohl das ja eindeutig ein lautes Geräusch ist. Das ist voll rassistisch, die gehen ja nur auf Goblins. Rassistische Mistkäfer. Hier oben, oh, da oben stehen 2 Armbrustschützen. Die gerade weggehen. Schreck mich doch nicht so. Mein armes, kleines, grünes, vergiftetes Herz. Wir warten kurz hier, bis er wieder runterkommt. Ja. 2 days without Amber. Er lässt sich Zeit. Vielleicht sollten wir ein bisschen nachhelfen. Oh, das hat jetzt einen zweiten angelockt. Puh, okay, passt. Können wir den da runterwerfen? Ja. Da hinten sehe ich 3 Armbrustschützen. Armbrust. Ich glaube nicht, dass der sich umdreht. Soll uns nur recht sein. Okay, die kommen jetzt runter. Warum tun die das? Okay, aber sie gehen in eine andere Richtung. Fünf Wachen hier oben. Hier unten auch einige. Okay, das ist kein Ort, an dem ich mich gerade gerne aufhalte. Ich werde mal eben speichern. Oh, der kommt, glaube ich, gerade auf uns zu. Nee, doch nicht. Da war doch noch irgendwo ein zweites Versteck auf der Karte. Oder warum wird das nicht mal... Oder haben wir das bereits gefunden? War das das, wo wir drin waren? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier unten ein zweites. Nun gut, Leute, ich würde sagen, dieses Versteck schauen wir uns in der nächsten Folge an. Macht es gut!